Durch den Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule hast du möglicherweise Nackenschmerzen, aber auch vielleicht ausstrahlende Schmerzen bis in den Arm hinein. Und diese Symptome, die können natürlich ganz schön verunsichern. Es wird also Zeit, dass wir das Thema gemeinsam anpacken. Und zwar mit Übungen und einer Herangehensweise, mit der ich selbst im Bereich der Physiotherapie seit Jahren erfolgreich Menschen begleite mit genau diesen Problemen. Übrigens einem Problem, was sich in den allermeisten Fällen ohne Operation lösen lässt. Also einen kleinen Erleichterungssäufer und dann kann es losgehen mit den Übungen und meiner Strategie. Zunächst möchte ich gerne ein paar wichtige Verhaltenstipps mit dir teilen, und zwar vor allem, wenn du viel Sitzer bist. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Büro arbeitest, da geht es wirklich darum, dass man eine neutrale Sitzposition einnimmt und Extreme vermeidet. Das heißt, ein Extrem wäre zum Beispiel in eine übertriebene Streckung zu kommen. Ein anderes Extrem, was wir aber viel häufiger sehen in der Praxis, wäre eine übertriebene sogenannte Protraktionshaltung, dass der Kopf wie ein Geierhals nach vorne gestreckt ist. Das, und das kann man sich sicherlich gut vorstellen anhand der Bilder, sorgt für eine vermehrte Belastung, vor allem in der mittleren und unteren Halswirbelsäule. Und wir wissen ja, zwischen dem 5. und 6. und dem 6. und 7. Halswirbel, dort sind die meisten Bandscheibenvorfälle zu finden. Tipp Nummer 2 lautet, vermeide Bewegungen, die eine ausstrahlende Symptomatik verstärken. Das heißt, solltest du merken, wenn du den Kopf nach rechts drehst und es zieht dir furchtbar in den rechten Arm rein, dann solltest du vorübergehend genau diese provozierenden Bewegungen vermeiden. Tipp Nummer 3 ist ein besonders wichtiger Tipp, denn ich möchte dir ans Herz legen, dass du unbedingt das machen darfst und das machen sollst, was der gesunde Menschenverstand einigermaßen hergibt. Viele Menschen verfallen nämlich eher in ein Vermeidungsverhalten, haben Angst, haben Sorge vor gewissen Bewegungen, dass alles noch schlimmer wird. Und diese Sorgen, die kann ich auch gut verstehen. Aber mittlerweile weiß man, dass ein aktiver Therapiestil, Übungen, Training, Positivität, in Bewegung zu bleiben, dass das wirklich den Verlauf nach einem Bandscheibenvorfall sehr positiv beeinflusst. Dazu gehört auch, Dinge unter die Lupe zu nehmen, wie zum Beispiel dein Schlafverhalten. Du musst unbedingt genug schlafen. Du solltest die richtigen Dinge essen. Du solltest dich mit den richtigen Leuten umgeben, um gut drauf zu bleiben, um nicht jeden Tag nur negative Gedanken zu haben. All diese Faktoren tragen dazu bei, ob es besser wird oder ob es weniger besser wird. Das heißt, zur richtigen Zeit, im richtigen Maße das Richtige tun. Und das kann ich dir wirklich ans Herz legen, dich damit auch nochmal auseinanderzusetzen. So, und jetzt kommen wir auch so langsam ans Eingemachte. Und zwar geht es jetzt im ersten Schritt darum, zu prüfen, ob es eine Bewegung gibt, welche die Beschwerden, die Schmerzen, die durch den Bandscheibenvorfall entstehen, lindern kann. Das kommt nämlich immer wieder vor. Und falls wir so eine Bewegung finden, dann ist das deine erste Aufgabe für den tagtäglichen Gebrauch. Das sind drei verschiedene Bewegungen, die wir einmal prüfen gemeinsam. Wenn du dich bei einer dieser Bewegungen total unwohl damit fühlst oder das Gefühl hast, das tut dir jetzt aktuell noch gar nicht gut, weil es vielleicht wirklich noch so akut ist, dann schau dir die Übungen, die Bewegungen einfach nur an und mach es zu einem späteren Zeitpunkt. Wir kommen jetzt erstmal zur ersten Bewegung, und zwar geht es um eine ganz leichte Seitneigung, die du mit der Hand unterstützen kannst. Das sieht wie folgt aus. Rechtes Ohr zur linken Schulter, geführt mit Hand und aktiv durch die Muskulatur der Halswirbelsäule durchgeführt. Und das Ganze machst du 10 bis 15 Mal. Wenn sich die Beschwerden währenddessen verschlimmern, dann hörst du mit der Bewegung auf. Ansonsten gibst du dir 10 bis 15 Wiederholungen, kommst dann nach dieser Anzahl zum Stoppen und bewertest, ob du das Gefühl hast, dass die Beschwerden, möglicherweise sogar die ausstrahlenden Beschwerden, dadurch minimal besser geworden sind. Das Gleiche machst du mit der anderen Seite und das Gleiche machst du mit einer Beugebewegung. Dafür drehe ich mich einmal. Und zwar geht es dabei darum, das Kinn Richtung Brustbein zu führen und das Ganze gerne wieder mit den Händen zu unterstützen. Das heißt, hochkommen, langsam wieder in die Beugung. Hochkommen, langsam wieder in die Beugung. Das machst du auch 10 bis 15 Mal, und zwar mit aller Ruhe und Gelassenheit
eher wirklich ganz langsam ausführen und nicht zu schnell. Und wie gesagt, kann man gar nicht oft genug sagen, wenn du währenddessen starke Schmerzen hast und es dir nicht gut tut, dann lässt du es einfach weg. Und die dritte Bewegung, die wir prüfen, ist die sogenannte Retraktion. Die ist nicht ganz leicht. Ich zeige es dir einmal. Dafür setze ich mich auch einmal seitlich zu dir hin. Es geht im Prinzip um das Gegenteil von dieser Bewegung. Und zwar möchtest du hier hinten hinkommen. Dann gehst du langsam wieder raus und gehst wieder in diese Bewegung rein. Das heißt, du kannst dir vorstellen, du möchtest dich mit dem Kopf nach hinten wegstrecken. Dadurch wird deine Halswirbelsäule hier lang und du gehst in so ein ganz leichtes Doppelkinn währenddessen auch. Und diese Bewegung, da kannst du dich auch mal langsam herantasten. Und wenn du merkst, bei einer dieser drei Bewegungen, wenn du die 10 bis 15 Mal durchgeführt hast, das bringt tendenziell eine Linderung, dann machst du die alle 2 Stunden, einfach so für 15 bis 20 Mal, auch ruhig gerne mehrere Durchgänge. Und wenn du dann das Gefühl hast, es wird immer, immer besser dadurch, dann kannst du es auch stündlich machen. Das ist deine erste Aufgabe für dich und nicht verzagen, wenn das jetzt gerade alles gar nichts für dich war. Wir kommen nämlich zu der nächsten Übung und die ist auf jeden Fall was für dich. Für die Gesundheit deiner Halswirbelsäule ist auch die Gesundheit deiner Brustwirbelsäule ganz mitentscheidend. Dafür zeige ich dir 2 einfache Übungen. Und zwar, das ist einmal die sogenannte Säge oder ja, ich nenne sie zumindest so. Dafür kannst du abwechselnd einen Arm mit dem Schultergürtelbereich kontrolliert nach vorne bewegen, den Kopf dabei schön stabil halten, dass die Belastung für die Halswirbelsäule, wenn du da wirklich akut Probleme hast, nicht allzu groß wird. Und dann kontrolliert mal deine eigenen Erfahrungen machen, in die Bewegung reinspüren. Das kannst du wunderbar zwischendurch einfach mal machen, bis zu dem Grad, bis zu dem du dich wohlfühlst. Und Variante 2 ist, die Hände in den Nacken zu schienen und dann kontrolliert in die Rumpfrotation zu gehen und den Kopf dabei zu stabilisieren, die Atmung fließen zu lassen, ein paar Sekunden zu halten oder einfach dynamisch so ein bisschen sanft rein zu bewegen, dann wieder zurück und das gleiche zur anderen Seite auch. Und mit diesen Bewegungen kannst du einfach mal ein paar Minuten zwischendurch verbringen. Und wenn die Übungen dir zu leicht sind, dich unterfordern mit der Zeit, dann verlinke ich dir nochmal eine Alternative mit weiteren Übungen für die Brustwirbelsäule. Bevor wir zur nächsten Übung und zum nächsten Schritt kommen, möchte ich noch einmal erwähnen, dass Bandscheibenproblematiken natürlich auch sehr individuell sind, so wie du auch selbst individuell bist. Ich möchte natürlich mit diesem Video trotzdem ein gutes Fundament bieten und dir vor allem zeigen, dass Bandscheibenprobleme durch einen aktiven Ansatz, durch Positivität, durch Bewegung in der Regel wieder in den Griff zu bekommen sind. Auf einzelne Fragen antworte ich auch gerne in den Kommentaren, solange diese nicht den Rahmen sprengen. Falls du dir wünschst, ein persönliches Gespräch mit mir zu führen, kannst du mich gerne über Instagram oder über meine E-Mail-Adresse, die ich unter dem Video nochmal verlinkt habe, kontaktieren und da können wir gerne ein persönliches Gespräch ausmachen. Hierfür erlaube ich mir allerdings eine Aufwandsentschädigung zu berechnen. Die nächsten Übungen, die ich dir zeige, die sollen einmal den Stoffwechsel und die Durchblutung deiner Bandscheiben verbessern. Und eine bessere Durchblutung bedeutet auch immer eine bessere Heilung. Das heißt, diese Übungen gleich, die haben auch eine ganz, ganz große Bedeutung für dich. Wenn dir die Ausführungen gleich noch nicht reichen, dann kannst du dir auch nochmal mein separates Video zu diesem Thema anschauen, wo ich nochmal ganz in Ruhe im Detail auf die verschiedenen Übungen eingehe. Und alles in allem kann man auch jetzt einmal kurz festhalten, du sollst jetzt nicht wie verrückt alle Übungen aus dem Video stundenlang machen, sondern das ist ein Fundament, taste dich da minutenweise ran und versuch lieber häufig und kurz diese Dinge umzusetzen und regelmäßig zu machen. Und dann wirst du in der Regel auch merken, was dir gut tut, was dir nicht so gut tut und wirst deine eigenen Erfahrungen damit machen. Ich zeige dir jetzt Übung Nummer 1 und zwar folgendes. Du lässt die Arme hängen und sollst eine Minute lang kontrolliert mit aufrechtem Oberkörper den Schultergürtel zu den Ohren ziehen. Für eine Minute. Dann Übung Nummer 2, nimmst du die Arme in so eine U-Haltung und bewegst die Arme kontrolliert eine Minute lang in dem Tempo, wie ich das vormache, zur Decke. Bei Übung Nummer 3,
Da kann es sein, gerade wenn du jetzt in der Akutphase noch bist, dass das gar nicht für dich denkbar ist. Dann kick die wirklich einfach raus. Ist eher was für Leute, sag ich mal, die jetzt schon länger die Bandscheibenproblematik haben und aus dem gröbsten Akutzustand raus sind, weil dann tut diese Streckung auch irgendwann wieder gut. Du sollst nämlich nicht dein Leben lang die Streckung deiner Halswirbelsäule vernachlässigen oder verhindern, auf gar keinen Fall. Ich mach's einmal vor, folgendes, leicht nach vorne übergebeugt, aufrechter Oberkörper, Hände über Kreuz und dann kontrolliert in die Streckung gehen. Langsam den Hinterkopf in den Nacken, in die Streckung gehen. Und das Ganze auch für in etwa eine Minute. Wie gesagt, wenn du ein ungutes Gefühl dabei hast, lass das weg. Übung Nummer 4, die Hände bzw. die Daumen hier ans Kinn und dann eine kontrollierte, sanfte Nickbewegung aus den oberen Kopfgelenken. Das heißt, es findet gar nicht viel Bewegung statt und die Finger und die Hand soll eher zur Führung dienen, als einen riesengroßen Widerstand zu bieten. Das heißt, eine ganz, ganz leichte Bewegung. Und das machst du auch eine Minute. Und dann hast du erstmal ein völlig solides Fundament. Ich verlinke dir jetzt nochmal zwei weitere Videos. Das Video, was du links gerade sehen kannst, wo ich den Arm ausgestreckt habe, das ist nochmal ein super aufbauende Übungen, wo ich dir auch alles weiter erkläre. Das Video rechts ist schon etwas anspruchsvoller, eignet sich in der Regel eher für Menschen, die schon eine Weile Übungen gemacht haben und schon ein gutes Fundament haben. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen und würde mich über deinen Kommentar auch nochmal freuen. Viel Gesundheit für dich!